Chibi, mit ein bisschen Abstand, was drückt euch heute noch am meisten? Ist ein bisschen, ja, Wut, Frustration ist da eben, weil so Spiele, wo du dann nach dem Spiel nicht mal weißt, wieso du jetzt nicht gewonnen hast, weil wir viel investiert haben, viel zu viel Aufwand für viel zu wenig Ertrag und beim Gegner war es genau umgekehrt. Und manchmal ist es im Fußball so, ich denke spielerisch, dass wir gar nicht so viel verändern müssen. Ich glaube, vielleicht im mentalen Bereich können wir einfach einen Schritt nach vorne machen, dass wir solche Gegentore gar nicht kriegen, weil wir einfach da völlig wach sind und vorne einfach wieder diesen Mut oder vielleicht auch die Wut finden, einfach den Ball reinzudrücken. Wie fallen denn solche Analysen aus, wenn die Tore so fallen, wie man es eigentlich vorher schon befürchtet oder geahnt hat? Ich glaube, wir müssen auch den ersten Ball attackieren und dann schon die Situation klären. Momentan ist es halt einfach so, dass solche Dinge gegen uns reinfallen. Ich glaube, die letzten Gegentore, die fielen eigentlich alle nach Standards oder halt langen Bällen. Und das ist schon ein Schema, wo wir einfach wirklich da ansetzen müssen und das verbessern müssen. Ja. Wenn Eintracht Frankfurt eines auszeichnet, dann ist es ein bestimmter Charakter einer Mannschaft. Und deswegen weiß man auch, dass ihr aus so einer Phase auch positiv und gestärkt rauskommen könnt. Wie macht man das am besten jetzt vor dem wichtigen Spiel gegen Union? Es ist auch mal vielleicht wichtig, einfach ein bisschen Wut mitzunehmen, weil ich glaube, viele Spieler oder die ganze Mannschaft war eigentlich wütend, frustriert. Und manchmal ist das gar nicht so schlecht, auch eine Prise Wut mitzunehmen, aggressiv zu sein und die nächste Chance, die kommt, die dann einfach reinzumachen. Und ich glaube, es ist schon ein bisschen im mentalen Bereich momentan. Immer wenn wir eine Standard gegen uns bekommen, dann merkt man schon ein bisschen, dass wir angespannter sind. Und genauso ist es auch mit den Chancen, wenn mal die erste oder zweite nicht drin ist, dann merkt man schon, dass das im Kopf dann eine Rolle spielt. Und da müssen wir vielleicht mental auch einen Schritt nach vorne machen, weil ich glaube, das kann man auch trainieren. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, Eintracht Frankfurt kann Pokalwettbewerbe, egal ob Europa League, ob Champions League, Gruppenphase oder DFB-Pokal. Warum seid ihr in solchen Wettbewerben so stark? Ja, es ist halt ein Do-or-Die-Spiel und man merkt auch von den Rängen her, dass da nochmal eine andere Stimmung kommt. Und wir versuchen jetzt wirklich da das Halbfinale zu erreichen, weil es ist auch nochmal so ein Wettbewerb, wo wir wirklich große Ziele haben. Und ich hoffe einfach, dass das Glück so wieder ein bisschen auf unsere Seite kippt, weil ich denke, wir haben es auch verdient, jetzt langsam wieder mal. Vielen Dank.